Ich grüße dich. Ein leckeres Geschnetzeltes aus der Pfanne mit Champignons. Und meiner Meinung nach wird es mit Speck umso besser. Viel Spaß mit dem Video. In meine Pfanne gebe ich ca. 3 Teelöffel Butterschmalz und lasse es erwärmen. Meine zwei Seiten durchwachsenen Speck schneide ich in Scheiben und werde sie in der Pfanne anbraten. Wenn du die Schwarte nicht magst, dann schneide sie dir vorher ab. Aber lass sie zumindest aus. Das gibt einen leckeren Geschmack. Den Speck gut anbraten und auslassen. Ich liebe Speck. Und meiner Meinung nach wird mit Speck alles besser. Nun die Schnitzel in kleine Rechtecke schneiden. Die Schnitzel sind sehr mager, deshalb schneide sie nicht zu klein. Ich möchte auf keinen Fall, dass sie zäh wie eine alte Schuhsohle werden. Die Champignons kannst du in Scheiben schneiden oder so wie ich in Sechstel. Wenn sie noch kleiner sind als meine, dann reicht es aus, wenn du sie viertelst oder sogar ganz lässt. So wie du sie halt am liebsten hättest. Jedenfalls möchte ich sie in der Soße noch sehen können. Eine Zwiebel noch in grobe Würfel schneiden und aufpassen, dass der Speck nicht anbrennt. Gegebenenfalls umrühren. Drei Knoblauchzehen hacken. Wenn du keinen Knoblauch magst, dann lass ihn weg. Wenn der Speck schön angebraten ist, gebe ihn auf einen Teller zum Parken. Nun haben wir schon einen tollen Geschmack in der Pfanne und widmen uns dem Schnitzelfleisch. Damit das Schnitzelfleisch nicht trocken und zäh wird, nur kurz in der Pfanne anbraten. Es soll keine Farbe ziehen, das würde auch zu lange dauern. Es reicht, wenn es die Röstaromen aus der Pfanne annimmt. Das Ganze dauert vielleicht eine Minute. Das Fleisch ist in der Mitte noch roh. Das soll auch so sein. Es wird später in der Soße gar und nicht zäh. Die Champignons in der Pfanne nun anbraten und ein bisschen Farbe ziehen lassen. Hier siehst du, dass das Schnitzelfleisch noch roh in der Mitte ist und nur am Rand den Geschmack aufgenommen hat. Haben die Champignons nun die richtige Farbe, ein bisschen Platz in der Pfanne machen. Für den Knoblauch und die Zwiebel. Ein wenig anschwitzen und in der Mitte wieder ein bisschen Platz schaffen, damit der Tomatenmark angeschwitzt werden kann.
damit sich der Tomatenmark besser vermischen kann, mit Rotwein oder Brühe ablöschen. Mit der Flüssigkeit können wir nun bequem alle Röststoffe vom Pfannenboden lösen. Die Gewürze dazugeben. Ich verwende je einen Teelöffel Salz, schwarzen Pfeffer, Paprikapulver edelsüß und Basilikum. Einen halben Teelöffel Chilipulver runden meine Würzung ab. Du musst dir die Zutaten nicht merken. Ich schreibe alles in die Videobeschreibung. Jetzt alles unterrühren und die Gewürze ein bisschen der Hitze aussetzen. Gerade das Paprika liebt Hitze sehr. Nur nicht zu viel, sonst wird es bitter. Dann mit meiner Sahne ablöschen. Das Beste am Selbstkochen ist wohl das Abschmecken. Wenn dir noch Gewürze fehlen, wäre das der richtige Zeitpunkt, nachzuwürzen. Wenn alles passt, das Fleisch wieder in die Pfanne geben. Bis jetzt habe ich das Fleisch nicht gewürzt und damit es den Geschmack aus der Soße nehmen kann, alles gut vermischen und mit einem Deckel verschließen. Jetzt circa 5 Minuten köcheln lassen, nicht länger, keine Angst. Das Fleisch ist dann auch durch. In der Zeit die Petersilie klein schneiden. Nach 5 Minuten ist das Geschnetzelte fertig. Nur noch die Petersilie drauf verteilen, alles nochmal unterrühren und gut. Wenn du mich unterstützen möchtest und bei Amazon einkaufst, verwende doch bitte einen Affiliate-Link für deinen Einkauf. Es kostet dich nicht mehr, aber ich bekomme eine kleine Provision. Der Affiliate-Link ist in der Videobeschreibung. Was du auf keinen Fall machen darfst, ist, das Fleisch zu lange zu braten. Dann wird es nämlich zäh. Also ich habe mein Fleisch jetzt 5 Minuten gebraten. Wunderbar zart. Dem Speck. Dem macht das nichts aus. Aber beim Fleisch müsst ihr aufpassen. Also einfach 5 Minuten braten. Das ist gut. Auch beim Anbraten aufpassen, dass nicht zu lange gemacht wird, weil sonst wird es halt zäh. Ne? Ich habe da vielleicht eine Minute und dann habe ich das sofort rausgenommen. Das ist wunderbar. Wenn du die Soße noch ein bisschen dicker haben möchtest, wobei für mich ist die gut so, aber wenn du ein bisschen dicker haben möchtest, entweder dann noch ohne das Fleisch reinzutun, ein bisschen einkochen oder mit Mehl. Aber ich finde Mehl bei der Sache ja nicht so toll, deswegen einfach vielleicht entweder ein bisschen weniger Sahne oder ein bisschen länger einkochen. Ich danke dir fürs Zusehen, wünsche dir alles Gute, wir sehen uns beim nächsten Video und tschüss. Achso, eins noch, wenn dir das Video gefallen hat, lass doch bitte einen Daumen nach oben da, das hilft meinem Kanal. Okay, jetzt bin ich aber weg. Und tschüss.